Hallo Community-Mitglieder, willkommen zu unserem Halloween-Spezial, was ein bisschen gruseln wird. Das Einzige, was nicht gruselig aussieht, sind die tollen Gewinnpreise unserer Trader, die an der Dukasgruppe 911 teilnehmen. Beginnen wir mit unserem Dukasgruppe 911 Contest, wo wir eine neue Gewinnerbesatzung haben. Optimus 7 aus Kasachstan hat im September 312 Fragen gestellt und beantwortet. Kein Wunder, dass er den ersten Platz belegt hat. Für seine harte Arbeit hat er einen enormen Preis von 34.000 Dukat bekommen. Es ist erstaunlich, dass Optimus 7 der Gemeinschaft erst Anfang September beigetreten ist. Er hat sich an den Sieg mit viel Einsatz und Elan durchgearbeitet und dient uns allen als Vorbild. Weiter so. Im 911-Wettbewerb gab es auch weitere Preise. Pushkiner und PLKA 21 belegten den zweiten und dritten Platz und erhielten jeweils 31.000 und 30.000 Dukat. Gut gemacht. September war ein anstrengender Monat für die Dukasgruppe 911-Community. 49 Mitglieder stehen auf der Gewinnerliste. Und du kannst selber sehen, wie viel jeder Spieler gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch. Nun zum Strategiewettbewerb. Der J-Forex-Strategiewettbewerb bot euch die Gelegenheit, den Forex-Markt herauszufordern und eine profitable, automatisierte Handelsstrategie zu entwickeln. Und nun möchten wir neue Gewinner ankündigen. Die Top-Positionen belegen 1 Sir Chris Biblo FX, PYV Lukas FX und PIPX. Es ist Zeit für unsere wöchentliche Aufgabe für Miss Dukasgruppe und natürlich wurde diese Aufgabe durch Halloween inspiriert. Wir bitten unsere Damen, folgende Horrorgeschichte in schriftlicher Form oder per Video zu vervollständigen. Es war einmal eine Halloween-Nacht und unter dem dunklen Himmel saß ein hübsches Mädchen, das im Dukasgruppe 911 eine Frage beantwortete und da hörte sie unheimliche Geräusche und ihr wurde Angst und Bange. Plötzlich erhielt sie eine seltsame Frage von... Wir sind gespannt zu hören, wie diese Gruselgeschichte in deiner Interpretation weitergeht. Das war's von mir. Ich wünsche euch allen ein fantastisches Halloween. Bis demnächst.